nicht arbeiten bei Let's Play! Nicht Final Fantasy, sondern Twilight Princess! Um die Ziege den Stall zu treiben, steig auf Epona und zeig den Tieren den Weg! Kann ich die nicht einfach irgendwie da rein drücken, ziehen oder... Ach ja, ich sollte mal pusten und nicht saugen. So, nachdem wir heroisch mit unserem Holzschwert bewaffnet in der letzten Folge die Kinder gerettet haben, bekommen wir eine Aufgabe, die einem wahren Helden gebührt. Und zwar wieder Ziegen in den Stall zu treiben. Unter... Zeitdruck nicht. Ich hatte ja früher immer befürchtet, so viel darf ich vorwegnehmen, dass ich hier irgendwie eine bestimmte Bestzeit erreichen muss, damit ich irgendwie eine Belohnung in Form beispielsweise eines Herzteiles bekomme, aber so viel sei vorweg. Hey, so viel sei vorweggenommen, dass das Gott sei Dank nicht der Fall ge... Hey! Ey, was machst du Einzelner da? Bist du der Außenseiter? Bist du das schwarze Schaf? Kann das sein, dass diese komischen Viecher, dass deren Hörner zusammengewachsen sind vorne. Gut, das ist wahrscheinlich praktisch, wenn man sie an die Wand hängen will. Oh mein Gott, ich bin so schlecht in diesem Spiel. In diesem Minispiel. Will das heißen? Oder soll das heißen? Oh Gott, jetzt bricht mir da einer an der Seite aus. So, Epona, komm hier. Den kleinen Kadaver hier über den Haufen geritten. Ich hätte ja ganz gerne unter eine Minute gebraucht, aber... Mein Gott! Kannst du nicht einfach in die andere Richtung weglaufen hier? Du machst mir das alles zum Licht, du kleiner Rotzlümmel. So, hier, zack. Aber hier, sowas von. Ich finde es ja schön, dass die sich wenigstens automatisch so ein bisschen ausrichten. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Rein da! Rein da! Rein da! Ja, und hier auch noch. Das Tor war doch da direkt vor euch. Das Tor war doch direkt vor euch. Dreh dich um! Mein Gott, du brauchst einen Rückwärtsgang. Ist der jetzt gerade echt den ganzen Weg alleine dahin gelaufen? Naja, egal. So, ich vergaß. Diese Viecher brauchen ein bisschen Auslauf, um sich umzudrehen. Um die Richtung zu wechseln. Dreh dich! Dreh dich, Pferd, dreh dich. So, und. Gehst du da rein, gehst du da rein? Habe ich was verpasst? Nee, doch, sind 20 von 20. Sehr gut. Ich meine, sehr schlecht, so wie ich hier gerade performt habe. Da merkt man, dass du ein echter Profi bist. Ja, sicher. Du bist 1,27 schneller als sonst. Ich habe so einen Diva-Lacher. So. Also gut, genug getan für heute. Geh lieber schnell zum Bürgermeister, er erwartet dich schon. Oh, sehr gut. Dann wollen wir mal ganz schnell mit Hilfe unseres knackigen Pferdchens, was zur Not in der Suppe landen wird, wenn wir keinen Reiseproviant kriegen, zum Bürgermeister. Bürgermeister war doch der mit diesem komischen Schnurrbart. Oder? Oh, da hinten fliegt unser Adler. Find's ja irgendwie schade, dass der, so viel darf ich auch vorwegnehmen, nicht so ganz furchtbar viel ins Spiel eingebunden ist, was ich sehr, sehr schade finde. Wäre ein schönes, cooles Item gewesen. Oh, die Schnalle ist wieder da. Hallo, Schwester. Willst du mein Pferd wieder bügeln? Waschen? Ich meine, putzen? Die hat's bestimmt auf mich abgesehen, weil ich das Pferd habe. Sie Pferden apparent. Oh, Link! Wünsche einen schönen Feierabend! Du vergisst den Text vorzulesen! Das Geschenk für den Hof ist schon vorbereitet. Du sollst dich jetzt auch für die Abreise bereit machen. Immerhin hat der Hof von Haru selbst um dieses kleine Geschenk von unserem Dorf gebeten. Das wäre es doch ziemlich, es wäre doch unziemlich... Unziemlich? Ja, gibt's sogar. Wenn der Repräsentant Ordons zu spät bei Hofe erscheint, oder? Ihr habt da einen weiten Weg vor euch, also passt mir gut auf Link auf. Und noch mehr auf das Pferd! Aber was ist das? Oh, was ist das? Sie hat einen Knubbel. Was soll das? Das arme Tier ist ja verletzt. Link, hast du eben zurück angefasst? Aber Ilia, reg dich doch nicht so auf hier. Vater! Wie kannst du so etwas nur sagen? Du bist der Bürgermeister. Also zeig auch etwas Verantwortungsbewusstsein. Armes, kleines Schnubbelschnäuzchen. Keine Sorge, Epona. Ich bringe dich gleich zur Quelle im Wald. Schon wieder. Wenn der Lichtgeist, der dort wohnt, wird deine Verletzung sicher gleich wieder heilen. Aber Ilia! Ohne Epona kann Link das Geschenk nie rechtzeitig abliefern. Unmöglich, dieses Kind. Das habe ich da bloß großgezogen. Ohne Mutter. Sie hat doch, glaube ich, keine Mutter, oder? Egal. So, wir sind... Oder ich hatte, glaube ich, gesagt, ich werde bis zur nächsten Folge irgendwie noch versuchen, 100 Rubine zu farmen. Das Problem war, ich war auf dieser Kuppel oder Koppe auf der Weide eingepfercht, sodass ich es nicht tun konnte. Das heißt, ich werde irgendwo mal einen Schnitt setzen und das entsprechend handhaben. Aber...
Na, später. Später, später, später. Erstmal heißt es zurück zur meinen Quelle. Kein Wunder, dass sie pleite gegangen sind. Wenn die andauernd Pferde bei sich drinstehen haben. Du, Link, gehst du zu Ilja? Ich würde ja auch, aber die anderen... Du, Link, sollen wir nicht zusammengehen? Hilfe. Hallo, ihr Rotzlümmel. Was wollt ihr? Link, wir haben noch nicht gewartet. Ist aber so toll, den Affen jagen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Den hätte ich auch Maro gerne mal gezeigt. In Wirklichkeit hat der Affe doch dich gefangen, oder? Und du, Colin. Alles ist rausgekommen, nur weil du gepetzt hast. Und Papa hat es ganz toll ausgeschimpft. Total übel war das. Du willst doch sowieso nur zu Ilja, oder? Aber hier bekommst du nicht so leicht vorbei. Du kommst nicht vorbei. Aber sag mal, Link, was ist denn das für ein tolles Holzschwert? Gibst du mir das mal? Wenn ich das nur gestern schon gehabt hätte, dann hätte ich auch ganz allein zu euch gekommen. Na los, gib schon her. Auf gar keinen Fall. Aber warum denn? Es ist doch nichts dabei. Komm schon, gib schon. Wir bleiben hier so lange, bis du das Holzschwert rausrückst. But thou must. Ja, ich überspringe das jetzt. Bla, bla, bla. Bla. So, ja, ich gebe es dir. Ansonsten komme ich ja nicht weiter. Alice würde ich ja mal vertrimmen mit dem Holzschwert. Aber sie weichen ja immer aus. Weil Link nicht auf Richtung Hosenboden schlagen kann. Mit diesem Schwert zeige ich es jedem. Und der Abenteurer zog aus, um den bösen Holzwurmdorf zu bekämpfen. Den Feind aller Feinde, den Großmeister des Rindenbefalls. Danke. Die anderen sind immer so gemein zu mir. Ich verstehe gar nicht, was so lustig daran sein soll, so ein Ding durch die Gegend zu schwingen. Schawing! Das ist doof und gefährlich. Wenn ich mal groß bin, will ich so sein wie du, Link. Mit einem Holzschwert durch die Gegend rennen? Ja, klar, das will ich auch. Ich würde so gerne reiten. Kannst du mir das nicht beibringen? Ja, dreh dich um, bück dich. Ja, versprochen, ja. Ich muss diesen Gedanken wieder loswerden. Viel Zeit habe ich noch, viel zu wenig. Oh Gott. Auf hier bekommen irgendwann mal ein richtiges Schwert, damit man wirklich mal Schaden verursachen kann. Also alle Holzdinger. Ja, sie haben in Zelda 1 auf dem NES, wovon ich übrigens auch ein Spielchen gemacht habe. Zwinker, zwinker. Zu Zelda 2 kommt auch noch was, aber das bedarf noch ein wenig der... verdammt, ich kann nicht mehr schwingen. So. Da... Das war doch die Höhle, oder? Ja. Da, wie heißt der noch gleich? Ilja so vorausschauend war und das Tor zugemacht hat. Drüben an der meine Quelle. Dreh dich. Muss ich jetzt durch diesen Eingang hier oder durch diesen... Ich muss hier durchkrabbeln Gang? Warum? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, oh, wir müssten den Spieler irgendwie aufhalten, weil uns nichts Besseres einfällt. Aber wie ist... Ich hätte das mal zeigen sollen. Wie ist der denn da durch? Ach, verdammt, was soll das? Was? Ich wusste gar nicht, dass da... Aber sag... Achso, das ist sie. Sag mal, Colin... Oh, da ist hier ein Link. Aber den beachte ich jetzt mal so gar nicht. Eponor, Link ist dir also immer noch lieber als ich, nach allem, was er dir angetan hat. Sei ganz beruhigt, Link. Es ist glücklicherweise keine schlimme Verletzung. Ihr könnt also zusammenreisen. Wo soll sich das Tier überhaupt diese... Ach, vergiss es. Nur eines, Link. Eines musst du mir versprechen. Egal, was dir auf der Reise passiert, pass gut auf dich auf. Komm einfach nur wohlbehalten wieder zurück, ja? Ja, da ist es doch. Das Tor ist zu. Nur das Schwein kommt durch. Ich brauche auch ein Schwein. Der hat ein Schwein. Boah, Headshot. Nein, nicht ganz. Knüppelshot. Serious Business Shot. Oh, ein Arm. Ja, lieber Arm dran als Arm ab, gell, Kollege? Wenigstens sind wir bewusstlos in der heilenden Quelle geworden. Wasser, Igitt! Jetzt muss ich doch glatt mal einen Schluck nehmen. Moment, das Horn hat schon vibriert, bevor er... Obwohl, das könnte auch die Verzögerung sein des Tones, den ich auf meinen Ohrmuscheln wahrnehme, im Vergleich zu dem, was ich auf meinem Fernseher wahrnehme. Captain, Captain, ein schwarzes Loch hat sich im Himmel aufgetan! Das ist wahrscheinlich das, wodurch Raumschiff Enterprise die Truhen auf die Erde beamt.
So, hinterher, Link, hinterher! Hinterher, jawohl, lauf, lauf, lauf! Über 7 Brücken. Mein Gott, da ist aber schnell drüber gekommen. Wand! Wo kommt das her? Wo kommt das her? Werden wir es jemals herausfinden? Das war auch einfach nur dicke Nebelsuppe. Wir sind in Großbritannien. Ich hab ein Brett vor dem Kopf. Ich kann nichts sehen. War das wegen dem Geräusch? Verträgt dieses nicht? Das Tier im Mann. Ich finde diese Verwandlungssequenz einfach nur toll gemacht. Oh, er hat seine Kraft verloren. Oder was auch immer das darstellen soll. Schmeckt Wolfsfleisch gut? Keine Ahnung. Ich mag ja auch diese Zwielichteffekte, diese komischen Partikel, die in der Luft herumschwirren. So, wir... Ja, wenn ich mal jemals wieder mit meiner Remote auf dem Bildschirm zeigen kann, dann werde ich mal speichern. Jawohl. So, was wird mit Link geschehen? Wird er jemals wieder aus dieser misslichen Lage befreit werden? Oder wird er auf dem Grill landen? Erfahren wir dies in der nächsten spannenden Folge von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess, wenn wir der Gestalt des Tieres versuchen, uns aus dieser misslichen Lage zu befreien. Wir sind im Knast. Wie in jedem guten Action-Adventure-Rollenspiel gibt es eine Knastsequenz. Bis zum nächsten Mal.